Name ist Gisela Schubert. Ich arbeite aktuell am JFF in München in der Forschungsabteilung. Wir machen medienpädagogische Forschung. Meine zwei Projekte sind Forschungspraxisaktivitäten, bei denen die Forschung mit den Praxisprojekten ganz eng miteinander verschränkt ist und sozusagen die Forschung direkt bei den Projekten angedockt und mit dabei ist und das die ganze Zeit über begleitet. Das ist mein aktueller Job und was ich noch so mitbringe, ist viel Erfahrung im Bereich Pädagogik, als Teamerin, auch in der Jugendarbeit schon jetzt im FSJ und eine Ausbildung zur Fotografin. Mein Lieblingsprojekt. Das ist ein bisschen schwierig. Da müsste ich mich ja zwischen zweien entscheiden. Das eine, das ist eher so, da geht es um Partizipation und ganz unterschiedlich Medienprojekte. Das ist unabhängig von dem Medium an sich. Bei dem anderen spezieller um Games. Dadurch, dass ich jetzt nicht so Games-affin bin, würde ich eher sagen, das breite Projekt mit ganz vielen, wo Partizipation und Beteiligung mit ganz unterschiedlichen Mitteln in unterschiedlichen Projekten gefördert wird. Das wäre vielleicht das, wofür mein Herz noch so ein bisschen mehr schlägt, wenn ich mich entscheiden müsste. Das Projekt nennt sich Peer hoch 3, ist gefördert vom Bundesfamilienministerium und wir haben sozusagen einen Topf mit Geld und können 10 Projekte in 2 Förderphasen unterstützen, die über ganz Deutschland verteilt sind, die als Rahmenbedingungen oder Kriterien, um mitmachen zu können, sich mit Medien beschäftigen sollen können, ganz unterschiedlich, wie es aussehen kann. Wichtig ist, dass Kids und Jugendliche, die mitmachen, viel mitreden können, mitbestimmen können, mitentscheiden können und dass die Veranstaltungen, die geschehen im Rahmen dieser Projekte oder die Produkte, die dabei entstehen, was für andere Kinder und Jugendliche sind. Also, dass die Teilnehmenden, die den Antrag auch mitschreiben, das, was sie machen und das, was sie können, anderen zeigen, zum Beispiel in Bezug auf Facebook-Privatsphäre-Einstellungen. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, dass die Kinder und Jugendlichen, die sich richtig gut mit Medien auskennen oder die da gerade so reinwachsen, für die das ganz normal ist, einfach im Dialog sind mit den Menschen, die älter sind. Das sind auf der einen Seite die Eltern, auf der anderen Seite Lehrer und Lehrerinnen oder Leute, mit denen sie in irgendwie Betreuungs- oder Bildungssituationen zu tun haben, Ganztagsschule. Das sind aber vielleicht auch Omas und Opas. Und da gibt es viele Leute, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die einfach noch nicht so medienaffin sind, da noch nicht so eingestiegen sind. Und ich glaube, da offen zu sein, vor allem von denen, die schon ein bisschen älter sind, die erst eine Distanz dazu haben, die jungen Leute als Expertinnen und Experten wahrzunehmen und auch wahrzunehmen, dass man von denen ganz viel lernen kann, dass man sich da zeigen lassen kann, dass man als Oma und Opa sich von den Kids erklären kann, wie Skype funktioniert, dass man über die Entfernung hinweg mit denen telefonieren kann. Ich glaube, da diese Generationen in Dialog zu bringen, sich aufeinander einzulassen, voneinander zu lernen, offen zu sein, da liegt ganz viel Potenzial. Und das quer über alle Medien hinweg. Also das Beispiel war jetzt Skype und Internet, aber auch zusammen zu spielen und irgendwie sich gemeinsam für Games zu begeistern, solche Dinge. Da gibt es ganz viel Potenzial. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist, wo man sehr viel Kraft, Energie und auch gute Projekte reinpacken kann. Ja.